Ich freue mich, Sie heute zu unserer letzten Veranstaltung im Rahmen der diesemestrigen Vortragsreihe begrüßen zu dürfen. Das Format dieser Reihe lautet Disziplinen in Bewegung. Das ist eine Veranstaltung des Fakultätszentrums für transdisziplinäre historisch-kulturwissenschaftliche Studien der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Und in diesem Semester haben wir den thematischen Fokus historisch-kulturwissenschaftliches Forschungsdatenmanagement transdisziplinär. Zu diesem Zwecke haben wir führende VertreterInnen dieses relativ neuen und jedenfalls mit frischem Wind sich unterwegs befindlichen wissenschaftlichen Diskurses zum Forschungsdatenmanagement eingeladen, nämlich Gertraud Koch aus Hamburg, die über die Diskussion um Forschungsdatenmanagement und die entsprechenden Strategien in dem Fach Europäische Ethnologie, empirische Kulturwissenschaften gesprochen hat. Wir haben eingeladen und gehört unseren Kollegen Gerhard Lauer aus der Germanistik von der Universität Mainz, der über die entsprechenden Diskurse dort informiert hat. Und zuletzt hatten wir Frau Dr. Knaus hier von der Universität Marburg, vom Deutschen Zentrum für Dokumentation im Bereich Fotografie, die also auch im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninitiative in der Bundesrepublik Deutschland führend für die Kunstwissenschaften diesen Diskurs vertritt. Heute freue ich mich außerordentlich, einen Vertreter der Geschichtswissenschaften begrüßen zu dürfen, der also diese disziplinäre Perspektive für uns neu entwickelt. Eine Hypothese dieser ganzen Debatte war, dass die Disziplinen, die wir hier zusammenbringen und die alle in diesem kulturwissenschaftlichen Spektrum beheimatet sind, sehr unterschiedliche Kulturen dieses Forschungsdatenmanagements generieren. Und ich darf sagen, bisher hat diese leitende Hypothese dieser Reihe sich tatsächlich bewahrheitet. Jedenfalls haben wir wenig Anlass gefunden, dieser Hypothese zu widersprechen, in der Tat, und haben sich regelrechte disziplinäre Kulturen des Forschungsdatenmanagements entwickelt, was auch kein Wunder ist. Denn wissenschaftliche Forschung selbst konstruiert sich, generiert sich in unterschiedlichen disziplinären Grenzen und Methoden, Corpora, auf unterschiedliche Weise. Heute also Georg Vogeler von der Universität Graz. Ich freue mich also sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Ich darf ein paar kurze Worte zur Vorstellung von Georg Vogeler Ihnen nennen. Er hat 1988 bis 1996 an den Universitäten Freiburg im Breisgau und der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. Und das ist schon wirklich erstaunlich, weil mit Gerhard Lauer und Stefan Müller, die beide auch schon in der Reihe gesprochen haben, wir Kommilitonen, Münchner Kommilitonen von Ihnen hier hatten. Offenbar war München in dieser Zeit so eine Art Inkubationsort sozusagen für die Ideen und Methoden der Digital Humanities. Nach seinem Studium war Georg Vogeler wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der sogenannten Hilfswissenschaften, sehr merkwürdiger Begriff, der auf den Kollegen Gatterer in Göttingen zurückzuführen ist, wofür man ihn heute noch kritisieren möchte, aber es ist zu spät, der Begriff ist eingeführt. 2002 die Promotion über spätmittelalterliche Steuerbücher, Form und Funktion. Und man erkennt schon an diesem Dissertationsthema, das also ganz offenbar sozusagen Quellen enthält, die sozusagen stark in der Form redundanten Charakter haben, also serielle Quellen, dass das sozusagen der ideale historische Gegenstand war, um früh sozusagen mit Methoden der digitalen Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen. 2006 bis 2008 war Georg Vogeler Fedor Lünen-Stipendiat der Humboldt-Stiftung an der schönen Universität Salento. Diese zwei Jahre ihrer Biografie würde ich Ihnen gern stehlen,
aber es ist zu spät. Es kommt noch ein halbes Jahr, dass wir vielleicht auch stehen würden. Ah, okay, gut. Seit 2011 ist jedenfalls Georg Vogeler Assistenzprofessor an der Universität Graz. 2014 erfolgte die Habilitation und 2016 die Berufung auf eine Universitätsprofessur für Digital Humanities, die zugleich die erste, der erste Lehrstuhl für Digital Humanities in Österreich gewesen ist. 2018 bis 2022 war er Forschungsdirektor am Austrian Center for Digital Humanities an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. So viel zu Herrn Vogelers Berufsbiografie. Ich weiß, es ist noch sehr viel mehr zu sagen, aber ich hoffe jedenfalls, dass ich sie einigermaßen adäquat vorgestellt habe. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und sind gespannt dann auf die anschließende Diskussion und den Kommentar von Tara Enfield. Vielen Dank für die Vorstellung der Einführung. Sie hat eine Sache enthalten, die ich gleich am Anfang als ein bisschen ironisierend darauf hinweisen will. Sie haben gesagt, zu Recht, das Steuerbücher klingt doch nach serielle Quelle, klingt doch nach Datenbank. Ich habe in meinen Qualifikationsarbeiten die erste Referenz, die publiziert auf digitale Methoden war, habe ich in einer Fußnote meiner Bildschrift. In meiner Magisterarbeit, habe ich auch schon über Rechnungen geschrieben. Da haben mir die Gutachter noch explizit gesagt, den Abschnitt über die digitale Methode, den streichen Sie raus vor der Publikation. Also, Sie haben völlig recht, das drängt sich auf, ist aber in der Community nicht so wahrgenommen worden. In München, also von wegen Inkubation in München, wer weiß, ob es wirklich in München lag. So, ich will jetzt über Forschungsdaten reden, ich bin beauftragt worden, über Forschungsdaten zu reden und man könnte jetzt, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass irgendeiner von denen Sie eingeladen haben, den generalisierten Diskurs über Forschungsdaten machen, über den Data Lifecycle und über Datenarchivierung, Standards, die man da anwendet und solche Dinge, sondern ganz wie gewünscht werde ich das aus der fachwissenschaftlichen, geschichtswissenschaftlichen Perspektive machen. Trotzdem habe ich auf dieser ersten Folie eigentlich eine Darstellung, die überhaupt nichts mit Geschichtswissenschaft zu tun hat, sondern das, was jeder Mensch, wenn er Forschungsdaten hört, Politikare, Forschungsdatenmanager, die Förderinstitutionen und sowas sagen, ja klar, da gibt es den Forscher, die Forscherin, die macht Befragungen und sammelt die Werte und dann hat sie diese Daten da gesammelt und die sind natürlich spannend, weil jemand anders die gleiche Befragung nochmal auswerten will. Also wünscht man sich, dass die dann erhalten bleiben, dass man sich darum kümmert und dass die richtig gut dokumentiert sind und dass man da keine ethischen Probleme mitbekommt und so weiter. Oder man stellt sich irgendeinen Teilchenphysiker vor, der misst das Higgs-Boson oder misst es eben lange Jahre nicht. Aber eines Tages haben wir so viele Forschungsdaten, dass wir das Higgs-Boson dann in diesem Riesenpool finden können. Also das, was die Forscherinnen tun, erzeugt Daten, das sind dann die Forschungsdaten. Für Historiker ist es aber nicht so einfach. Ich will das mit einer Visualisierung versuchen zu erläutern, die ich immer wieder benutze mit unterschiedlichen Zwecken und immer wieder jedes Mal wieder merke, gut, dass ich sie habe, sie hilft, das klar zu machen, was man sich unter Geschichtswissenschaft so praktisch und den digitalen Komponenten darin vorstellen kann. Man kann sich erstmal so ganz allgemein vorstellen, Historiker, Historikerinnen, sind die Menschen, die sich für andere Menschen interessieren, die nur schon lange genug tot sind, dass man sie als historisches Thema betrachtet, dass man sie als Teil der Geschichte betrachtet, was sie so getan haben, was sie so gedacht haben. Dazu, da man die nicht persönlich befragen kann, gibt es Relikte, Überreste, Dokumentation. Klassischerweise in Archiven, gibt es aber auch nicht in Berichten darüber, würde ich jetzt da einfach mit einfassen. Ich habe mich immer mehr für das archivische Material interessiert, also für das Reliktartige. Das ist die Schicht, durch die wir immer durch müssen. Und Quellenkritik ist so eine Basiskompetenz, die wissenschaftliche Historikerinnen und Historiker beherrschen sollen. Und dann kommen die Historikerinnen und Historiker daher und haben ihre Fragen und nehmen sich irgendeinen Quellenbestand, durchforsten den, denken darüber nach und dann kommt der andere Historiker, die andere Historiker, die einen ein bisschen überlappenden Quellenbestand nimmt, eine ähnliche Frage, aber nicht die gleiche und durchforstet den, dann kommt der nächste, der eigentlich die gleiche Frage hat, aber einen anderen Quellenbestand durchforstet und so weiter. Das heißt, wir haben so ein großes, großes Intermediäres, wo die historische Methode in allen ihren Schritten Realität wird. Ich habe das ja mit diesen zwei Trapezoiden versucht darzustellen, die so ein bisschen zeigen, es ist
Wir haben die gleiche Basis, aber jeder macht sein eigenes. Und zwar entstehen dabei jetzt Forschungsdaten in diesem klassischen Sinne, dass wir sitzen und Notizen machen und das irgendwo speichern. Ich habe jetzt hier bewusst schon Dinge aufgelistet, die im digitalen Feld stattfinden und die man deshalb in dieser Ausgangsvorstellung, was Forschungsdaten sind, sehr wohl auch als Forschungsdaten dann hat. Nämlich, ich habe meine Textverarbeitungsdatei, in der stehen Notizen, ich habe mein privates System des Notizenmachens mit irgendeiner Spezialsoftware, ich habe eine Datenbank, FileMaker, irgendwas Wildes, also ich mache keine Werbung für FileMaker, sondern eigentlich ist es genau eines der Probleme. Ich habe Excel-Sheets, was auch immer, in denen ich das, was ich da so lese, was mir wichtig daran erscheint, sammle, zusammentrage, irgendwie organisiere. Forschungsdaten, ganz klassisch. Es gibt jetzt aber in dem Bereich der Geschichtswissenschaft, wie in vielen anderen Forschungsbereichen, die gerne mit Texten arbeiten, ein zweites Intermediär, das schon deutlich weniger klar in die Kategorie Forschungsdaten zu bringen ist. Und wo ich jetzt ein bisschen ausführlicher werde, weil das ganz gut zeigt, wie unscharf das eigentlich ist, wenn wir nur auf der Ebene denken, ich, Forscher, Forscherin, was ich mir so notiert habe und die Welt da draußen, meine Primärdaten. Das sind die Editionen. Das heißt, es gibt eine Tradition in der Geschichtswissenschaft, Philologien auch, die sagen, wir können das Ausgangsmaterial so aufbereiten, dass es wissenschaftlichen Kriterien in der Aufbereitung die erfüllt und leichter zugänglich wird als das Originalmaterial, ohne aber schon eine Interpretation anzulegen oder vorauszusetzen. Letzteren Punkt kann man stark diskutieren, aber mehr aus einer grundsätzlichen methodischen Haltung ist jetzt hier nicht so wichtig. Forschungsdaten waren deshalb in den Geschichtswissenschaften, ich würde sagen, da haben sie überhaupt begonnen, waren Editionen. Stimmt nicht ganz, weil Forschungsdaten in Form von Datenbanken über Finanzsachverhalte gab es auch, Lochkartensysteme, das war nur noch nicht so richtig wahrgenommen. Was uns jetzt daraus klar werden muss, ist, dass Forschungsdaten nicht nur diese ich Forscher meine Fragestellung, mein Zugang zum Thema sind, sondern dass das Primärmaterial auch in eine digitalisiert wird und dann plötzlich auch zu Forschungsdaten wird. Und in der modernen Zeit dann mit diesem Gedankengang sofort klar wird, dass wir natürlich auch damit rechnen müssen, dass wir irgendwann originär digitale Forschungsdaten haben. Und damit habe ich jetzt etwas schon skizziert, die Teile meines Vortrags. Es wird noch einen vierten Teil geben, den erkläre ich dann zum Schluss. Dass ich also diese drei Perspektiven darauf einnehmen will. Ich will anfangen mit dem Archivmaterial und hier kurz bisschen wenig, nur ich muss aufpassen, Tara und ich können uns da völlig vertiefen in die Diskussion über digitale Editionen, weil wir da beide unsere Herkunft haben, liefern. Der obere Teil ist irgendwie klar, erschließende Wiedergabe von historischen Dokumenten ist zwar eine Definition, die in ihrer Knappheit erklärungsbedürftig wäre, aber glaube ich genügend alltagssprachlich ist oder zumindest fachwissenschaftlich verständlich ist, dass man sich was darunter vorstellen kann, also dass man Zeugnisse hat im Archiv und dass man sich die wiedergibt, textlich wiedergibt, auch anders wiedergibt, aber dabei nicht nur einfach sie wiedergibt, fotografiert, abtippt, sondern darüber nachdenkt, sie kritisch erschließt, damit sie nachher als valide und besser nutzbare Ressource entstehen. Und ich rede jetzt schon in diesem komischen Forschungsdatensprech, nämlich Ressource, valide und solches Zeug, weil die Edition etwas ist, das gibt es seit vielen hundert Jahren, ja, auf jeden Fall seit irgendwas 170 Jahren, Pi mal Daumen, als kritische Edition. Was man aber seit den 90ern so Stück für Stück gelernt hat, ist, dass wenn man dieses Problem der erschließenden Wiedergabe von historischen Dokumenten hat, wenn man es mit digitalen Werkzeugen zu lösen versucht, dass dann was Neues bei rauskommen kann. Dass dann etwas bei rauskommt, dass dieselbe Problemstellung zunächst zu haben scheint, aber es angeht unter den Voraussetzungen von digitalen Werkzeugen, die zum Beispiel enthalten den Gedankengang, dass Abstraktionen
stattfinden, dass also nicht mehr Informationen als, das ist die Karteikarte, das Papierstück mir vorstellen kann, muss, sondern dass ich es mir auch vorstellen kann als einen Datenpunkt, der algorithmisch manipulierbar ist und damit in völlig neue Ordnungen zu bringen ist, selektierbar ist. Das sind so die beiden einfachsten Vorstellungen, aber auch dynamisch wird, also leichter veränderbar wird, auch so ein leicht verständliches Teil. Und in dem Moment, wo man so anfängt, über Editionen nachzudenken, dann sich einiges verschiebt, anders wird. Und damit haben wir gewissermaßen den Sprung gemacht von einer etablierten Kultur wissenschaftlicher Arbeit, zu der das kritische Edieren eine auch spezifische Ausbildung enthielt, hin zu etwas, was man Forschungsdaten nennen kann, weil es nämlich die Idee ist, dass es datenförmig ist. Ich habe das versucht, die Ideen, die mir der Patrick so einimpft, ein bisschen weiterzutreiben. Jetzt kommt der kurze Eigenwerbungsanteil, es wird nachher deutlich dünner. Zu sagen, die Historiker sind noch viel schlimmer. Die haben eine ganz spezifische Vorstellung dieser Forschungsdaten, an die wir Edition nennen könnten. Weil nämlich Historikerinnen und Historiker dieses Interesse zurückzuschauen hinter die archivische Dokumentation, also über wen wird da eigentlich gesprochen? Von wem wird da was erzählt? Wer hat da dokumentiert? Welche Aktivitäten sind da dokumentiert? Dazu führt, dass die Wiedergabe des historischen Dokuments eine zusätzliche Transparenz bekommen muss. Und dass wir deshalb Editionen machen wollen, in denen diese Forschungsdatenschicht, die ich da unten auf meiner Grafik hatte, plötzlich Teil der Edition werden kann. Also die Datenbank, die mir irgendwelche Statistiken, serielle Quellen, Sie haben es gesagt, Herr Demantowski, ausgibt, dass die mit Teil der Edition ist. Das habe ich Assertive Edition genannt, assertive Edition, weil ich, so, ja, egal, die Geschichte zu dem Begriff ist anekdotisch und nicht relevant. Worum es geht, ist, dass in dem Wort Assertion das Bedürfnis, aussagenförmige Informationsbeschreibungen zu haben, mit enthalten ist, also nicht nur Text, den man wiedergibt, der was linguistisch formuliert, sondern etwas als Datenstruktur, als Aussage über die Vergangenheit mit enthalten ist. So, das ist jetzt vermutlich der Beginn der Forschungsdaten in der Geschichtswissenschaft, wo man auch anfängt, systematisch darüber nachzudenken und das als ein Forschungsgebiet zu erkennen. Das gleiche Problem, nämlich Archivmaterial irgendwie zugänglich zu machen, exklusiv das der Kategorie erschließend, also die Wiedergabe, hat sich aber inzwischen exponentiell entwickelt. Also Archive waren relativ träge, Bibliotheken waren deutlich schneller. Zu sagen, wir können eigentlich digitale Surrogate von unseren Beständen erzeugen und damit sie vielleicht zugänglich machen und heutzutage dann auch noch anderen Methoden zugänglich machen und haben damit jetzt etwas erzeugt, wo die Grenze zu dem, was ich vorhin gesagt habe, was Forschungsdaten ist, schon deutlich schwerer wird. Institutionell bildet sich das darin ab, dass die Archive selbst diese Digitalisate, die sie erzeugen, nicht in ein Forschungsdatenmanagement einspeisen, sondern als ihre eigene Aufgabe, die irgendwie sich darum zu kümmern sehen, wobei die Probleme ganz, ganz ähnlich sind. Das einfach geht um Metadaten zu den Dokumenten, es geht um Zugänglichkeit, also welche technischen Systeme gibt es da, es geht darum, sie so technisch aufzubereiten, dass man sie technisch weiter nutzen kann, interoperable sie machen kann, es geht darum, klarzumachen, wie man sie nachnutzen kann, reusable, um die FAIR-Prinzipien kurz einzubringen. Diese Zahlen, die Sie hier lesen können, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, sollen nur ein bisschen illustrieren, wie weit das ist. Das Schöne ist, dass wir zwei völlig nicht vergleichbare Werte haben. Ich habe mal so eine ganz wilde Umrechnung versucht, was diese 19,4 Millionen Digitalisate sein könnten und haben mal behauptet, es sind vermutlich sowas 5 Kilometer, was aber ein bisschen illustriert, was die Finnen sich da vorgenommen haben. Ich habe jetzt hier meine Notizen nicht, kann nicht sagen, sie haben angefangen, also diese Zahl 2020, ich habe keine konkreten Wert gefunden, sondern nur den Plan. Sie haben eine Pilotstudie gemacht, da sind sie irgendwie bei 3-4 Kilometern gewesen, die ist 2019 abgeschlossen, sind jetzt in so einer zweiten Phase
wo sie irgendwie 60 Kilometer digitalisieren wollen, so von ganz zentralen Sachen, und dann kommen so weitere Phasen danach, die das irgendwann auf diese 135 Kilometer bringt. Das sind die Perspektiven, in denen Archive denken könnten, diesen Beitrag zu Forschungsdaten für Geschichtswissenschaften zu leisten. Jetzt kommt die zweite kurze Advertisement, Selbstwerbung, weil mich schon länger umgetrieben hat, etwas, was ich dann letztes Jahr endlich auch mal irgendwie habe hinschreiben können, dass diese Archivdigitalisierung etwas ist, die ja eigentlich in Konkurrenz zu der Vorstellung der Edition steht. Weil wir in der Druckwelt gewöhnt waren zu sagen, man kann etwas, ein Archivstück nur publizieren, indem man sich hinsetzt und es druckt. Also muss jemand das entweder abschreiben oder wir müssen Fotos davon machen. Fotos sind höllisch teuer, also schreiben wir es ab. Und dann gibt es zig Zwischenformen, wo man sagt, ganz abschreiben ist auch aufwendig, kostet Zeit, ist mühsam und so weiter. Und dann gibt es die Register Imperii, die dann einen ganzen Kult draus gemacht haben, wie man Zusammenfassung richtig macht und so weiter. Und mit dem digitalen Wandel, mit dem der Erzeugung von Forschungsdaten plötzlich etwas entstehen kann, dass dieses digitale Paradigma, dass diese Weiterentwicklung durch digitale Werkzeuge und die Digitalisierung deutlich macht, weil wir nämlich das Bedürfnis der Historikerinnen und Historiker, eine Quelle valide aufbereitet zu haben, aber eigentlich der Text nur als transparentes Werkzeug zu den Inhalten gilt, wir sagen können, ein Foto ist ausreichend als Werkzeug, wenn wir die Inhalte effizient daneben noch haben. Wir brauchen also gar keinen Text, wir brauchen keine Transkription mehr. Wir können etwas erzeugen, wo wir einfach nur kurze Zusammenfassung, warum jetzt, und dann das Foto davon liefern. Und das habe ich, Leute, Kollegen, aus Prag hat es mir jemand mal untergejubelt, Ivan Klavacek, Proto-Edition genannt, mit dem Risiko, dass die Proto-Edition impliziert, gedanklich, es geht dann weiter. Das würde ich, je länger ich darüber nachdenke, gar nicht mehr einfordern, weil ich eigentlich sagen würde, Historikerinnen und Historiker könnten mit einer Publikationsform die Forschungsdatenarchiv, Digitalisate mit Forschungsdaten, ich habe meine inhaltliche Beschreibung, zusammenbringt, völlig leben, weil die Nachweisbarkeit, die Kontrollierbarkeit der Ergebnisse damit ja schon gegeben wäre, für jemanden, der ausreichend gut lesen kann. Damit würde ich es abgrenzen von etwas Zweitem, was auch in den letzten Jahren sich rapide entwickelt, noch nicht geschafft hat, dass irgendjemand mal einen Aufsatz darüber geschrieben hat, nämlich, dass wir zunehmend Softwarewerkzeuge haben, die uns Aufgaben, die für uns als Historiker vielleicht nur als Zwischenschritt nützlich scheinen, delegieren können. Nämlich das Lesen von diesen ganzen Quellen, das Finden von Orts- und Personennamen. Das sind so die beiden klassischen Aufgaben. Also die letztere ist das, was in den letzten 5 Jahren richtig ganz rapide sich entwickelt hat, unter anderem getrieben durch Entwicklung in der Informatik, die neuronalen Netze als massen- und effizient prozessierbare, auf große Datenmengen anwendbare Algorithmen entdeckt hat, also ausformuliert, ausprobiert hat. Das ist diese Handschriftenerkennung, HTR, automatische Transkription, Handwritten Text Recognition, was schon älter ist, die Forschungstradition, aber auch dadurch nochmal einen ganz großen Impact bekommen hat, ist die Extraktion von Informationen. Da geht es meistens ganz konkret um Namen und Orte, also alles, was irgendwie namensförmig ist, aber das kann man ziemlich weit treiben. Da kann man ganze Aussagen, also X schenkt Y etwas, der König, der französische Kaiser beleidigt den preußischen König, das sind so Dinge, die man aus den Texten würde vermutlich extrahieren können. Ich habe da die Proto-Edition gemacht, da unten habe ich dann gesucht, wem weise ich das zu? Ich würde es gerne dem Dominik Stützmann zuweisen, aber ich kann ihn nicht zitieren, außer er hat es mir auf einem Vortrag auf dem International Medieval Congress in Leeds mal so gesagt, dass man doch da irgendwie eine Artificial Edition mal als Kategorie bilden könnte. Und Tobias Hodel tut das auch, er nennt es nicht so, ich nenne es jetzt hier mal künstliche Edition, weil es eine eindeutsche Wissen ist. So. Wir sind damit jetzt Forschungsdaten wird uns hoffentlich bewusst, welchen Impact, welche Wirkung das auf Geschichtswissenschaft haben kann.
für unser Problem, wir sind Historikerinnen und Historiker, die da unten irgendwie rumforschen und da gibt es die archivische für Überlieferung. Plötzlich ist dazwischen eine riesige Schicht an Technologie und Daten. Daten generiert von den Archiven, Daten automatisch generiert, Daten generiert von uns selbst, die verbunden mit dem Material von den Archiven plötzlich zu neuen Ergebnissen führen. Das hat Drogenwirkung. Das erzeugt die berühmten Visionen. Dass man denkt, wow, wir könnten doch eigentlich irgendwie Geschichtswissenschaft völlig anders denken, indem wir es so Big Data-mäßig denken, wie wir irgendwie Google Maps, wie wir, was weiß ich, heute Big Data denken. Nur das mit der Vergangenheit. Und Frederick Kaplan und Elisabetta Di Leonardo haben das auf diesen Slogan des Big Data of the Past gebracht und haben eine Initiative gestartet, die kurz davor war, richtig krass viel Geld zu kriegen, wenn die Europäische Union diese Art von Geldvergabe in Milliardenhöhe überhaupt noch als Schema gehabt hätte. Wir haben ein European Flagship Project eingereicht gehabt, organisiert. Übrig geblieben ist die Time Machine Europe als Organisation, die diese Vision, ja, weiß ich gar nicht, ob sie die Vision wirklich verfolgt, aber egal, wo es immer noch im Hintergrund steht, die Vorstellung, lass uns doch mal richtig investieren, dass alle Archive vor sich hin digitalisieren können und dass wir genügend Technologien haben, um diese Zwischenschritte so zu automatisieren, dass wir zum Schluss einen großen Forschungsdatenbestand haben, also einen Datenbestand haben, mit dem wir dann suchen können, fragen können, wie, in welchen Regionen waren welche Art von Verbrechen besonders häufig. Warum? Solche Sachen. Also, das erforschen. Die Vorstellung wird hier sehr schön dargestellt, zu sagen, ja, okay, wir haben hier irgendwie digitale Informationen. Natürlich, klar, alles aus dem 20. Jahrhundert und so, das wird immer dünner. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir digitalisieren. Dann kriegen wir plötzlich Big Data, wenn wir genügend digitalisieren. Je älter wird, je dünner wird es wieder weiter. Deshalb lassen uns dann in einem dritten Schritt darüber nachdenken, dass wir dann nicht vorhandenes Material extrapolieren. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo normale Historikerinnen, normale Historiker schon anfängt, nervös zu werden. Wenn man Archivarinnen und Archivare drin hat, die nicht nur einfach drauf gucken, wo kriegen sie Geld für ihre eigene Digitalisierung her, dann passiert noch was Zweites. Dann passiert nämlich die Bewusstwerdung, dass Digital Information, ja, wenn wir Glück haben, seit 70 Jahren existiert, also der Index Thomisticus existiert noch. Also irgendwann in Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt und vorher einfach nichts digital ist. Und damit diese ganze Vision so ein bisschen eigenartig wird, weil diese ganze Vision davon ausgeht, dass das, was wir in den letzten 70 Jahren als Daten über unser Leben produziert haben, dass wenn wir das mit den historischen Dokumentationssystemen was Ähnliches generieren würden, dass wir dann mit den gleichen Methoden, wie wir heute irgendwie Smartphones, die durch die Gegend wandern und deshalb Staus vorhersagen, dass wir das dann auch mit historischen Daten könnten. Dass aber da ein Riesenblock ist, wo Kompetenz nötig ist, das überhaupt zu durchschauen, was das ist an Information, wird damit sehr stark an den Rand gedrängt. Was so ein bisschen eine Botschaft für mich ist, Forschungsdaten in dieser Welt vom Archivmaterial zur Auswertung, ist etwas, wo Kompetenz von Historikerinnen und Historikern essentiell ist, um diesen Digitalisierungsschritt in einer Form zu leisten, der sinnvoll ist. Und dabei auch einiges von dem, was wir an quellenkritischem Bewusstsein, an Entwicklung unserer Wissenschaft kennen, mit einfließen wird automatisch. Oder anders gesagt, anders als Google gibt es nicht Daten, sondern wir kümmern uns drum, wir erzeugen die Daten, wir erzeugen Capta. Hat Johanna Drucker so plakativ mal versucht zu formulieren, damit irgendwie ein Schlagwort da ist. Es ist nichts Gegebenes, sondern das, was wir als Daten benutzen, ist etwas, wo wir uns darum kümmern, dass es datenförmig ist. Dass wir erzeugen, dass wir erst einsammeln, einfangen. So, das war jetzt das Archivmaterial. Hier noch ein kurzer Exkurs zu dem Archivmaterial, was da alles dann drin ist in diesem Einfangen. Wir müssen uns dann zum Beispiel klar machen, dass Transkribus oder was wir auch immer benutzen, nichts anderes ist als ein
bestimmter Algorithmus, eine Sammlung von Algorithmen, die bestimmte Effekte haben, die zum Beispiel stark reagieren auf den Input. Das heißt, wenn wir Dinge als Ausgangspunktinformation nehmen, das Eigenschaften hat, wie Frauen kommen weniger vor, dann kommen in der künstlichen Intelligenz Frauen auch weniger vor. Kann man daran arbeiten, muss man sich aber dessen bewusst sein. Also, keine Angst zu entwickeln vor dem Schlagwort Intelligenz, künstliche Intelligenz, und sich immer klar zu machen, dass wir hier mit maschinellem Lernen zu tun haben. Und einen XKCD-Sketch mag ich immer sehr gerne, der sagt, ich habe heute ein neuronales Netz im Tennisspielen trainiert. Ich habe 2 Stunden lang selber gestanden und Tennis gespielt. Also ich habe mein eigenes Gehirn trainiert. Und diese Art von Dingen sich klar zu machen, dass es auch eine Trainingsform ist und abhängig ist, wie man und was man da trainiert. So, in dieser Grafik gibt es jetzt aber natürlich trotzdem das, was wir als spontan als Forschungsdaten bezeichnet hätten. Unsere Notizen und Analysen, was wir so als Forscherinnen und Forscher erzeugen. Ich schließe jetzt einfach immer alle ein, als ob alle hier Historikerinnen und Historiker sind. Ich gehe mal davon aus, also auch da draußen die. Und ich habe das hier in so einer stufenweise Grafik gebracht, um das so ein bisschen zu zeigen, was man da anders machen kann. Und das ist, wo die Unterschiede sind dieser Digitalisierung, wenn wir sie betreiben, dieser Notizen. Wir können sagen, etwas Textförmiges ist die beste Repräsentation dessen, was mir gerade durch den Kopf geht, wenn ich eine Quelle lese oder wenn ich ein Problem bearbeite. Ich mache mir nur Notizen, ich erzeuge Text. Wir können aber auch sagen, ich benutze ein Excel-Sheet oder wir können sagen, ich benutze den berühmten FileMaker oder irgendwas anderes als Datenbank, Referenzmanager. Wir erzeugen damit unterschiedliche Affordanzen, unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Wir erzeugen mit dem ersten ein Digitalisat, das eigentlich nur mit Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung und der Volltextsuche benutzbar ist. Das ist toll, da kann man ganz viel mitmachen. Wir erzeugen in dem zweiten etwas, wo Forschungsdaten strukturierte Daten sind, wo wir Spalten haben, nach denen wir sortieren können, wo wir Spalten haben, nach denen wir Felder haben, nach denen wir filtern können, wo wir Summen ziehen können, wo wir irgendwelche Durchschnitte berechnen können. Oder wir erzeugen etwas, das noch performanter auf diese Datenstrukturen zugreifen kann und damit wir große Datenmengen in einer Art und Weise verwalten können und verarbeiten können, die wir mit einer reinen Tabelle nicht verwalten können. Deshalb subtiles Plädoyer, Historikerinnen und Historiker, denkt über Datenbanken nach, wenn ihr eure Notizen macht. Damit habt ihr eigentlich mehr Potenzial, als wenn ihr nur Textdateien anlegt. Man kann auch aus Textdateien eine Datenbank machen, also bitte nicht das jetzt als Widerspruch sehen. Eine Schwierigkeit, die jetzt typisch forschungsdatenmäßig ist, dass immer die Frage steht, wenn jemand solche Daten erzeugt. Wir haben gemerkt, Archivdigitalisate sind cool, da kann man gleich einfach so einen HTR drüber laufen lassen. Was ist mit diesen Daten? Wie nachnutzbar sind die? Und da ist natürlich das, was ich da jetzt rechts so skizziert habe, ein Teil dessen, was die Nachnutzbarkeit ausmacht. Ist da, wie viel von den Logiken, mit denen ich sie erzeugt habe, kann ich rekonstruieren, dokumentiert, aber eben auch in den Datenstrukturen. Das Problem der Nachnutzbarkeit hat aber, nicht nur für die Geschichtswissenschaft, aber dort glaube ich besonders, ein zweites Problem. Nämlich das Problem, dass wir einen Ausschnitt aus einer riesigen Informationsmenge, die uns eigentlich alle interessiert, erzeugen für unser Projekt, für unsere Fragestellung. Und wir damit eigentlich immer kontextualisiert arbeiten wollen würden oder sowieso tun. Also da kommt irgendein Name vor, da hat jemand mit Bismarck unterschrieben, wir wollen wissen, wer ist das? Was für eine politische Einstellung hat er gehabt, dass das zu dieser Redaktion der MZ Depesche gekommen ist? Wir sind also irgendwie darauf angewiesen, dass unsere Daten Verbindungen zu anderen Daten haben. Und dafür gibt es zum Glück Technologien, die unter dem Schlagwort Linked Data geläufig sind, für die ich jetzt noch mehr Werbung machen will. Weil wir nämlich damit was erzeugen, unsere Daten plötzlich randlos werden. Weil unsere Daten damit sich mit anderen Datensätzen verknüpfen lassen. Das liegt daran, dass die Grundideen von Linked Data auf Prinzipien des World Wide Web beruhen, nämlich Datenpunkte mit
URLs, also Identifier, URIs, ist ein bisschen kompliziert, aber mit etwas, was wie eine URL aussieht, zu adressieren und damit ich einen Datensatz, wo über dieselbe Person, denselben Bismarck geredet wird, mit einem anderen Datensatz, dieselbe URL für diesen Bismarck verwendet, verknüpfen kann. Und damit hört das Ich und mein Forschungsprojekt, ich und meine Daten irgendwie auf. Ich komme also hin zu einem, meine Forschungsdaten integrieren sich in etwas, wo andere das damit besser anfangen können. So, das heißt, wir haben jetzt ganz viele Forscherinnen-Daten, die theoretisch miteinander verknüpft sind, weil sie die gleiche URI für Bismarck verwenden, die aber unter etwas leiden, weil jeder Forscher, jede Forscherin ein anderes Problem bearbeitet. Der eine will die politische Einstellung, der andere will die, den Deutsch-Französischen Krieg, der dritte will etwas über die 48er Revolution erforschen. Überall kommt Bismarck vor. Dann kommt noch irgendwie Geschichtsbild, Bismarck-Denkmäler, wieder irgendwas ganz anderes. Wie passt das jetzt zusammen? Kann ich das überhaupt jemals zusammenbringen, wenn ich eine Biografie über Bismarck schreiben will? Würde ich ja gerne. Reicht, kriege ich natürlich schön. Alle URIs für den Bismarck. Ein Punkt, der in der Geschichtswissenschaft sich so langsam entwickelt, ist, dass Forschungsdaten über ihre technische Austauschbarkeit noch auch eine semantische Austauschbarkeit haben könnten. Man darüber nachdenkt, wie man das erreichen kann. Und dazu das Schlagwort Ontologie hineinkommt, das nichts mit der Philosophie von Heidegger zu tun hat, nur sehr auf marginal, sondern eine Formalisierung von Wissen meint, eine geteilte Konzeptualisierung, Shared Conceptualization, Begriffsbildung, eine gemeinsame Begriffsbildung, wäre, glaube ich, die beste deutsche Übersetzung. Und dazu es verschiedene Versuche, Ansätze gibt, die ich jetzt ganz kurz darauf hinweisen will, dass es sie gibt. Es gibt heiße, gute Diskussionen darüber und es ist nützlich zu wissen, dass es Diskussionen gibt. Es gibt eine Gruppe, die sich Data for History nennt, die versucht, das zu fördern, wie das Historiker und Historiker sich austauschen können über ihre Datenmodelle, indem sie ihnen es erleichtert, auf Referenzmodelle zu verweisen. Und das CDOC-CRM ist ein solches Referenzmodell, das dort also einen Ruf hat, weite Verbreitung hat, in allem mit Leuten von bei Menschen, die sich mit historischen Dingen beschäftigen, ist entstanden. Das CDOC ist ein Museumskomitee und TRM steht für Conceptual Reference Model. Das heißt, es ist ursprünglich entwickelt, um Museumsdaten zu aggregieren. Dabei man aber irgendwie aus Versehen so grundsätzlich geworden ist, dass man eine Welt, eine Art Weltbeschreibung entwickelt hat, die auf einer philosophischen Grundunterscheidung aufbaut, die für Historiker sehr angenehm ist, nämlich zu sagen, wir unterscheiden zwischen Ereignissen, zwischen zeitlichen Entitäten und persistenten Entitäten, und Historiker, Historikerinnen lieben es, wenn man Dinge zeitlich einordnen kann, wenn das im Denken gleich mit enthalten ist und man nicht so tut, als ob Bismarck immer der gleiche Bismarck ist, weil er ja verschiedene Ereignisse in seinem Leben, auch unterschiedliche Haltungen dazu und solche Sachen erzeugt. Data for History ist so eine Gruppe, es sind nicht nur Historikerinnen, aber es sind ziemlich viele, die versuchen, diese so gemeinsame Datenmodelle, das zu unterstützen, zu finden, solche Shared Conceptualizations. Ich komme zum dritten Teil meines Vortrags, in dem ich über originäre digitale Daten rede, die etwas sind, womit wir Historikerinnen und Historiker auch zunehmend uns werden beschäftigen müssen. Dass wir also Forschungsdaten haben, die eigentlich gar nicht Forschungsdaten sind, sondern Primärdaten, mit denen wir arbeiten wollen. Und dazu jetzt ein paar Orte, Ihnen einen Ort erstmal darauf hinweisen will, wo man super toll sowas schon findet, das Webarchive, wo bis heute die Archivarinnen und Archivare und der Bruce Kell und seine Kollegen sich also so die Bälle zu spielen, warum sie das Archive ohne S gebildet hat, weil eigentlich gibt es das Wort nur im Plural im Englischen. Beim Internet Archive ist es ein Singular. Nur damit man eine Vorstellung hat, diese 78 Milliarden Webseiten, diese 45 Petabyte, es zeigt nur ein bisschen, wie riesig das datenmengenmäßig ist. Historischen Horizont, 1996 gegründet, kommt in etwa gleichzeitig mit dem Gericht des Oberlandesgerichts Hamburg, dass das Internet eine bekannte Publikationsform ist
damit urheberrechtlich mit eingeschlossen ist bei generischen Formulierungen. Das so den Horizont, das ist jetzt schon, das ist 25 Jahre, das ist jetzt mehr, wo man darauf irgendwie darauf zurückgreifen kann. Was mir aber eigentlich ein viel wichtigerer Punkt ist, weil er den Wechsel von, da gibt es irgendwie ein digitales Datenarchiv hin zu Forschungsdaten deutlich macht, ist, dass es der Teil, warum wir so viel finden, ein technischer Teil ist, nämlich, dass das Internet Archive Crawler hat, die das Web durchsucht und einfach alles sammelt und wenn sich was verändert hat, dann diese Veränderung zu speichern versucht. Aber auch eine Funktionalität hat, die es Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Snapshot, ein Memento einer Webseite zu erzeugen und dort abzulegen. Das ist deshalb so werbungswürdig, weil es die Notwendigkeit der Fußnote eingesehen am x-ten y-ten wie klar macht, wie sinnfrei das ist, wenn man nicht gleichzeitig das da gespeichert hat. Oder umgekehrt, man es sich sparen kann und einfach sagen kann, ich habe alle da gespeichert. Sache erledigt, also nicht ganz erledigt, ist halt eine Kopie davon. Muss man hoffen, dass es da nichts Schlimmeres da passiert. Es führt etwas, was eine Schweizer Doktorandin einmal schön darauf hingewiesen hat, ein Neues ein in unseren Umgang mit Quellen. Wenn wir nämlich mit digitalen Quellen umgehen, dann ist nicht nur Quellenkritik im Sinne von, wer hat es wann wo angelegt, relevant, sondern dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass diese Quelle Ephemeritätscharakter hat, die also sie sichern müssen, eine neue quellenkritische oder Aktivität hinzukommt. Dass wir, hat Andreas Fickers darauf hingewiesen, vermutlich andere auch, damit Menschen sind, die das kulturelle Gedächtnis mit beeinflussen und nicht nur den Institutionen, der Kulturerbeinstitutionen überlassen. In dem Kontext könnte man sowas wie, eine Aktivität hier in Niederösterreich angefangen, wo man seine Ortsgeschichte nicht als Geschichte schreibt, sondern wo jedermann seine Bilder hochlädt. In Topothek. Ja, sehr schön. Das ist ein ähnliches Konstrukt. Wir bauen ein Archiv, wo Co-Kreation mit drin ist. Dass zusätzlich wir, wenn wir mit digitalen Quellen operieren, wir in Dinge geraten, wo wir technische Kompetenzen vielleicht entwickeln müssen, die quellenkritisch neu sind, sage ich hier nur erwähnt. Es ist ein ziemlich riesiges Feld, da sollte man aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt. Ich habe jetzt noch eine zweite Ressource kurz hier aufgelistet, damit Sie wissen, dass es das nicht nur das Internet Archive ist. In Österreich gibt es auch einen staatlichen Auftrag, dass die ÖNB sich darum kümmern muss, das österreichische Internet zu speichern. Das österreichische Internet, was immer das ist, das brauchen wir nicht zu diskutieren, sicherlich alles, was in der Domain ist, ist nicht frei zugänglich, weil sie auch Dinge speichern, die urheberrechtlich geschützt sind, was gut ist, was aber natürlich auch ein Zusatzproblem erzeugt. Hier sind wieder Zahlen. Wir haben vorhin diese 45 Petabyte, die, glaube ich, schwer vorstellbar sind. Wir haben hier diese 4 Milliarden Objekte mit 112 Milliarden Texten, dass vielleicht dann wenigstens die Einheit Text anfängt, sich klar zu werden, um Gottes Willen, was habe ich mir da eigentlich aufgehalst als Historiker, als Historikerin, wenn ich mich mit sowas beschäftigen will? Höllisch, unmöglich. Oder nicht unmöglich, weil wir ja da unten eine Suchmaschine haben. Wir haben also zwei Eigenschaften. Wir haben diese Age of Abundance, die Roy Rosenzweig formuliert hat, oder Peter Haber, das dann so ein bisschen ins Nachdenkliche geschoben, dass wir da so eine Vision haben, wir könnten eigentlich alles sammeln, die riesig ist, die aber eben erst kontextualisiert und verarbeitet werden muss und wir da zunehmend nicht mehr autonom sind, sondern zunehmend von Technologien abhängig sind, die wir nicht kontrollieren. Suchalgorithmen sind der Klassiker, weil alle mal die Geschichten von Google gehört haben, wie jeder, je nachdem, was er sonst gesucht hat, plötzlich andere Ergebnisse bekommt. Die Masse triggert jetzt wieder die Idee von Big Data. Und Chris Anderson hatte 2008 nicht für die Geschichtswissenschaften eine große These geschwungen, dass wir ein End of Theory hätten.
dass wir Erkenntnis nicht mehr durch Vorbildung von Theorie, die wir dann mit empirischem Material zu überprüfen versuchen, Hypothesen bilden, machen, sondern dass die Masse an Informationen, an Daten ausreicht, dass wenn wir sie nur algorithmisch richtig verarbeiten, eh schon zu den richtigen Ergebnissen kommen. Kann man reichlich kritisieren, nur damit uns klar ist, was das für Historikerinnen und Historiker heißen kann. Hier ein Beispiel, das erstaunlich wenig bekannt ist, also ich finde es auch, auch vertretbar, dass es wenig bekannt ist, von Politikwissenschaftlern aufgezogen, die zusammenarbeiten mit Google, alle möglichen Nachrichtenmeldungen, das heißt größere amerikanische Fernsehsender und so ein paar, aber auch international gesammelt haben, diese Nachrichten als Nachrichten in Datenbanken automatisch extrahiert haben, mit automatischen Übersetzungen, Informationsextraktionen daraus Zusammenhänge erzeugen, einen Wissensgraph erzeugen, zusätzlich in den Texten algorithmisch ermittelbare Indikatoren für Emotionen mit annotieren, emotionale Bewertung, ich habe es bewusst in Anführungszeichen geschrieben, weil die Diskussion, was eine Emotion ist und wie die in Texten steckt, reicher ist. Und daraus mal Thesen geschwungen haben, wir hätten den arabischen Frühling vorhersagen können. Weil das in den Medien, die wir vorher da untersucht haben, wäre eigentlich klar gewesen, dass der nächste Schritt eine Revolution ist. Soweit kann das gehen. Und das ist was, womit wir als Historiker und Historiker uns klar machen müssen. Der hat hier Daten seit 1979, der behauptet implizit, ich kann die Zeitgeschichte automatisch erzeugen. Letztes Thema, das vierte Element, das ich jetzt nur mit einer Folie an einem Projekt, das wir bei uns in Graz gemacht haben, ein bisschen illustrieren will, weil wir in Graz irgendwie in der DH-Community einen Ruf für etwas haben, wo ich meine, manchmal verwundert bin, dass wir genau dafür den Ruf haben, weil wir eine Infrastruktur pflegen, die als Forschungsdatenmanagementsystem bekannt geworden ist, die GAMS, das Geisteswissenschaftliche Asset Management System. Was in der Geschichte aber eigentlich viel mehr als strategisch konzipiertes Webhosting-System konzipiert war, in dem Forschungsdaten logisch der Voraussetzung für alle möglichen Anwendungen waren. Deshalb viele digitale Editionen entstanden sind, wenn man gesagt hat, klar, das ist ganz nah beieinander, aber eben auch sowas, wie hier entstanden ist, eine Webseite, die dokumentiert Erinnerungsorte zur Nazi-Gewaltherrschaft in der Steiermark zunächst und zunehmend auch in anderen österreichischen Bundesländern, mit dem Bedürfnis, sie informativ auf eine Karte zu bringen, die aber die einzelnen Dokumente, die einzelnen Orte dokumentiert in einer ganz klassischen Forschungsdatensicht. Ich habe eine systematische Art der Beschreibung, ich bin solide, was ich beschreibe, ich habe meine Beleg und so weiter. Also es ist nicht nur einfach daher, ich habe gerade mal was gesehen, systematisch das tut. Daraus eine Webanwendung wird, die intensiv mit Didaktikern zusammen gemacht worden ist. Und die Didaktikerinnen und Didaktiker haben ganz viel Input geliefert, wie man das zu machen hat. Und es ist eine reiche Komponente an Unterrichtsmaterialien mit da drin. Wir also Forschungsdaten plötzlich noch eine neue Komponente kriegen. Nicht nur eine quellenkritische Komponente oder eine Mengenkomponente, sondern die Komponente, dass sie hinauswachsen aus der Forschung in die allgemeine Öffentlichkeit und mit der Georeferenzierung in den Alltag, den wir mit unseren Smartphones irgendwie, da wo wir sind, plötzlich dort adressiert werden. Das habe ich hier mit dem Bild, was Stephen Jones in seinem Buch zur Emerging Digital Humanities so vorne drauf gemacht hat. Die Emergence of Digital Humanities hat er eigentlich als Geschichte der Digital Humanities ursprünglich gedacht, aber worauf er hinweisen will, ist, dass in dieser Zeit, wo er es geschrieben hat, dieses Wachsen aus Datenbeständen, die in sich irgendwie nur mit einer Maschine zugänglich sind, nur irgendwie als gespeichert sind und Großrechenanlagen zugänglich sind, hin in den Alltag stattfindet. Und damit digitale Produkte sich in den Alltag integrieren und damit auch Forschungsdaten sich in den Alltag integrieren können. Wir also eine vierte Komponente haben in geschichtswissenschaftlichen Forschungsdaten, dass sie auch für eine allgemeine Öffentlichkeit da sind und von diesen auch wahrgenommen werden können. Ich habe Perspektiven davor geschrieben für meinen Titel und habe jetzt kein Wort über Perspektivismus gesagt und sage es jetzt auch jetzt nur, dass man darüber lange reden könnte. Das ist eine philosophische Tradition, die in der Geschichtswissenschaft einen guten Ruf hat, weil Geschichtswissenschaftler, Geschichtswissenschaftlerinnen sich dessen sehr bewusst sind, wie stark Interpretationen, historische Interpretationen sich ändern können, je nachdem, wer sie wann tut. Und das ist deshalb jetzt eine Konsequenz für mich aus diesem Ganzen,
dass diese ganzen quellenkritischen Zugänge zu den Forschungsdaten eigentlich genau da enden, dass wir unseren Umgang mit Forschungsdaten in der Geschichtswissenschaft darauf aufbauen müssen, auf diesen perspektivischen Zugang. Dass wir also irgendwie es hinkriegen müssen, dass unsere Forschungsdaten hier in dieser infologischen Gleichung als Funktion von Kontext, Daten und Zeitpunkt wahrgenommen werden und nicht als etwas Gegebenes. Dass wir das irgendwie technisch zu realisieren versuchen, jetzt zig Versuche, zum Glück auch von Historikerinnen und Historikern und nicht nur von Technikern, ist nicht abgeschlossen, Diskussion. Und das Zweite, was die Perspektive ausmacht, ist, dass wir uns klar machen müssen, dass ein Akteur mit hineinkommt in unsere Interaktion mit den Forschungsdaten, dem wir uns kompetent gegenüberstellen müssen. Das heißt nicht, dass wir selber alles ins Detail verstehen müssen, aber wir müssen diesen Algorithmic Bias, diese algorithmische Verfälschung, deren müssen wir bewusst sein und versuchen, sie zu beherrschen. Und damit kann ich schließen mit drei Schlagwörtern. Das eine, Geschichtswissenschaft ist datengetrieben. Diskussionsanregung, kann man sich ganz viel darüber streiten. Wir haben es aber nicht mit Daten zu tun, sondern wir müssen uns das bewusst sein, dass die Daten einen Kontext haben, in dem sie erzeugt worden sind, dass sie also etwas, was Jan Tracker Capta nennt. Und Emmanuel Leroy-Ladurie hatte recht. Ich glaube, dass Historikerinnen und Historiker, die in der Zukunft mit diesen Daten sich auseinandersetzen, irgendeine Art von technischer Kompetenz im Umgang mit diesen Daten, diesen Algorithmen, die die Daten produzieren, besitzen müssen und damit auch programmieren können, müssten bis zum gewissen Grad. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Georg Vogeler, für diesen außerordentlich anregenden und anforderungsreichen Vortrag. Mein Zettel ist voll. Und ich freue mich jetzt sehr, die Kollegin Tara Andrews für den wissenschaftlichen Kommentar begrüßen zu dürfen. Tara Andrews ist direkte Kollegin, sowohl von mir als Historikerin hier in Wien, als auch als Digital Humanist von Georg Vogeler. Sie vertritt den Lehrstuhl, sie hat den Lehrstuhl inne für Digital Humanities am Institut für Geschichte der Universität Wien. Und ich bin sehr gespannt, Tara, was wir jetzt hören. Okay, vielen Dank für die Einladung. Thank you very much for the opportunity to come and give a response. Now, one of the difficulties, of course, is that Georg and I tend to agree on too much, so it may be a little bit less exciting. But I think, you know, he's given me some things to work with. Georg, he's spoken about data that comes from researchers themselves, data that comes from archives and documents, and then the born digital data and how we get to grips with all of these sorts of data in doing our jobs as historians. And you know, he even began with a similar story concerning not being allowed to keep the calculations in his master's thesis. I have a similar story when I was doing my doctoral thesis. I was preparing a cutting-edge digital critical edition, and in the end, people said, well, where is the digital edition published? And I said, in the pages that were printed out of the PDF of my thesis, which I had to hand in on paper, of so many pages with so much print. And it was it a digital edition? Well, it was prepared digitally, but none of the digital part of the edition mattered so much for getting the information. So that was 2009, and so, you know, we hadn't come so far in that time. I'm hoping that it becomes different. So Georg also makes, you know, he made a lot of important points here. I would just like to say that the artificial edition that you mentioned, the idea of doing the edition completely technically, I refer you to the computational edition that Joris van Zonder tried to present in about 2014, 15, 16, something like that, before the technology was there. Maybe we should pressure him to revisit that. The idea being, you know, can you actually program, you know, do your critical edition work entirely in computer code, entirely by writing computer programs to do the steps for you. He tried this. It was a little bit early, I think, but you know, it's. I'm glad to see that the idea is coming back. And
I guess for me, the biggest and the most intractable challenge concerning all of this research data that we historians get into, and this applies to digitization of archival sources, it applies to the spreadsheets and the tables and the index cards or what have you that historians make for themselves. And to some extent, it probably applies somehow to born digital resources at all, is this word, notes, notizen. Most historians can't bear to do without a notes field. My longest serving doctoral student, I got quite entertained at her after a while because she's using this computational system that I have developed to record information about the digital edition we're making. She wants notes everywhere. She wants to be able to make a note about a relationship between readings. She wants to be able to make a note on the reading. She wants to be able to make a note on the section. She wants to be able to make a note on the witness. Everywhere, she's not happy unless she can write down a little bit of context. Historians love their context. We love it too much. We get a lot of our information and our arguments out of our context, but it's the context that doesn't go so well into the data. And the more data conversant historians are already well aware of this ghastly pitfall of the notes field. Because what's wrong with a notes field? Well, when you actually try to do anything digital with your data set, other than publish it on a website for other people to read, the notes field is going to be thrown away. There's going to be some really important comment you wanted to make, but you didn't record it in a way that the computer algorithm for mining the data, or for organizing things according to a timeline, or for putting points on a map, that bit's going to get ignored, and it's going to get lost, and the data is going to move on, and maybe the notes field will eventually get dropped, and that was where you were making your interesting observations. And Georg also talked about, he talked about these points. You said somewhere, historians, you need to think more in terms of data. And I think this is exactly the sort of thing you were talking about, that we need to step away from the notes fields. And in fact, I would say that, how do I put these things together? Because you also mentioned that when we have all of this data, then people have been talking already in 2009 about the idea of the end of theory. We can just data mine everything we need to know, and who cares whether it makes sense? And really, the data conversant historians that I've seen are going entirely the opposite way of the end of theory. This is where the subject of ontologies comes in, because they want their semantic interoperability. They want their ability for their data collections to speak to other data collections. And in a way, they've gone sometimes a little bit too far the other way. I have a lovely example that I was looking at today. I'm trying to find, in fact, maybe I should actually join this data for history group, because I'm trying to find some good data models for the historical work that I'm doing in my own project. And I found something called the SDH, so an ontology for social and historical information. And what I found interesting was that they had the idea of a social relationship, and they had the idea of religious affiliation, and they had ideas of skills, and these are the sorts of things that are going in the prosopographical database that I am trying to process. And so I went to look to see what the social relationship was, and the social relationship, no, not social relationship, the social quality of an actor is a form of connotation, which is a form of intentional state, which is a form of intention, which is a form of entity quality, which is a form of a temporal entity. That's a lot of reading. That's a lot of hairs that have been split. That's a lot of reading that represent an extremely specific idea of how historical data ought to be structured that may or may not be the specific idea that other people agree with.
And so, and of course, you can see why they're doing this. They want to abolish the notes field. They want to be able to systematically make all of these distinctions that they're trying to make that they would otherwise be putting in their rectorate. But it does become quite unwieldy and even more obnoxiously, I might argue that these ontologies only represent a single way of conceptualizing the past. What if I don't agree with the idea that a conditioned state is a temporal entity, or that an entity quality has different subsets and one of them is an intention and the other is a shape? What if I have a completely different conceptualization of how these things work? Then how do I make my ontology talk to these guys' ontology? Or, you know, if I want to, you know, if I came to this ontology looking for a way to describe that this person in the 11th century had this particular language skill and was a blacksmith, then I have to kind of accept this structure wholesale in order to get to expressing that without necessarily having the time or energy to do the homework necessary to decide whether that's a good idea. Before I completely alienate my audience and make you lose all hope, you know, I have to say that we do come round to the idea that we do actually share a great deal of common conceptual ground, and this is where the more popular ontologies come in. This is why the SIDOC CRM has been relatively successful, is because there's a lot of things that the SIDOC CRM actually doesn't define. They have a fairly generic model, and they say things generically enough that you can take it in your own direction and still say, you know, this crazy concept that I'm thinking of, that's a SIDOC conceptual object. Well, lots of things are conceptual objects, but at least you have it in the framework. And they're popular exactly because they limit their scope. And so maybe what we see in the data for history world is this constant tension between wanting to define the things we need to define versus keeping the concepts generic enough that they mean anything to other people. But I also wanted to make my own plug. You got to make, what, two plugs during your during your presentation. So I'm going to make one for myself, which is that there's another way of thinking of multi-perspectivity and what we can do with it. And this is what I'm trying to do in my own research project, Releven, where we're trying to keep the context not by defining necessarily all of these rhetorical classes, but by saying, well, this author believes these assertions to be true, and this other author believes these assertions to be true. And now I want to be able to compare what author number one is saying with what author number three is saying, with what a scholar in 1973 understood an inscription and a coin found next to it to be implying. And I want to put all of this together in a database, and that database is not going to be able to tell me which year Frederick Barbarossa was born. Maybe actually Frederick Barbarossa is uncontroversial. Let's say, I'll use the usual example, Alexius Komnenos, because... Birthdays. Sorry? Yeah. Yeah, so which year Alexius Komnenos was born, because there's some doubt about that, and different people have different opinions. This is what happens when I ad lib. And so, but we want to know what the different sets of evidence are, where the different sets of evidence come from, and we are beginning to be able to do that with just these generic vocabularies that we have, and I'm finding it quite exciting. So I guess the last thing I'll pick out, where again I'm violently agreeing with Georg, is that talking about this point about the dangers of extrapolation, the dangers of bias. This is what worries me about this particular moment in time of datification of our cultural heritage, of our history. And by the way, you talked all about text and you didn't say anything about non-textual mm-hmm. sources. And if I had more than 10 minutes, I would mm-hmm. take you up on that. But let's just leave that hanging. And yeah. And but we do have this danger right now that
we're able to save and preserve so much text, so much content. We have algorithms that suggest that we can get something meaningful from this text and content. The data mining ideas, the stuff that they do at the Complexity Hub. But nobody has done anything about the bias. Nobody has done anything about making explicit the models into which they're fitting this information. I say nobody has done anything, that's probably not true, but the people who are getting all the attention for doing these models have not done anything about these problems. And we're getting to the point where the people who know their way around the algorithms tend not to be historians and tend to forget things like just because it's on Wikipedia doesn't mean it's representative. Or forget things like, you know, there's a whole part of the world that, you know, that just because there is this much about American history since 1776 on Wikipedia and this much about Greek history since 1823 doesn't mean that America was necessarily that much more important than Greece. All of these things, you know, it's a great opportunity to get a lot of attention for the things you can do with the data. And we're sort of sitting here as the historian saying, but wait, I need to harsh your groove. I need to kill your party because we can't do that with the data because it doesn't, you know, it just gives a really bad impression. And so my question and my challenge and what I would want to have us think about is, how are we going to take back this narrative? And I guess that's what I'm going to end with, because we've got a whole lot of opportunity here, but I see a lot of danger, and I really think that we need to think about what we're going to do about this danger, and soon. So thank you for the talk. I liked it, obviously. And thank you for the invitation. Vogler, kommen Sie zu uns. Wir treten jetzt in die Diskussion ein. Und damit vielleicht jetzt nicht diese übliche Pause entsteht, würde ich vielleicht schon zwei Fragen mal vorpreschen, die ich an Sie beide stelle. Und dann würde ich öffnen. Die erste Frage, die bezieht sich also direkt darauf, Tara, was du ausgeführt hast, auch hier viele, viele Aspekte. Ich gehe nur auf den letzten ein. Mir scheint diese Vorsicht und dieses Risikobewusstsein, das du jetzt in Bezug auf die Narrative geäußert hast, ich frage mich, ist das nicht so ein bisschen ungerecht gegenüber diesen naiven Historiografien, die wir vor dem digitalen Wandel hatten und vor der digitalen Transformation? Also mit dieser methodologischen und methodischen Neuerung, mit diesem neuen Reich von epistemologischen Möglichkeiten, die wir durch die digitale Transformation haben, ist es da nicht so, dass diese Gefahren, dass die gar nicht neu sind, sondern dass wir die nur reproduzieren in diesem Reich neuer Möglichkeiten? Denn was den Begriff des Algorithmus angeht, also diese quasi kulturellen Rechenabkürzungen, die wir von Al-Khwarizmi ja noch haben, sind die ja kulturell sozusagen ein Standardelement. Also Kulturen definieren sich genau dadurch, dass sie bestimmte Bias haben. Also damit will ich diese Gefahren nicht kleinreden. Ich frage mich nur, ob sie speziell etwas mit der digitalen Transformation zu tun haben. Und die andere Frage, die ich auch an Sie beide stelle, mit der ich so ein bisschen einsteigen möchte, ich fange damit an. Also der entscheidende Durchbruch ist ja dieser Linked-Data-Aspekt. Also dass wir nicht nur schaffen, einzelne Projekte mit einem vernünftigen Forschungsdatenmanagement zu begleiten und zu interessanten und validen und durchaus in Grenzen repräsentativen Ergebnissen zu kommen, die sich nachvollziehen lassen, sondern eben die Daten projektübergreifend zur Verfügung zu stellen. Und Data for History ist sicherlich ein guter Ansatz, weil es sozusagen die kategoriale Sprache öffnet, also so eine Art Esperanto für historische Projekte. Aber der zweite Aspekt ist ja die Plattformfrage. Also kriegt man eine technische Plattform für die Geschichtswissenschaft, wo diese kategoriale Sprache in einem technischen Raum auch verhandelt werden kann,
Und damit komme ich zu einem anderen Aspekt. Jeder Historiker wird programmieren lernen müssen. Das war so ihr provokatives Ende. Ich kenne diese Forderung. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir brauchen, so wie es auch in allen anderen Lebensbereichen ist, brauchen wir funktionale Interfaces, die sozusagen technisch kontrolliert sind und die es jedem Historiker und jeder Historikerin möglich machen, diese neuen technischen Möglichkeiten, auch diese kategoriale Sprache, idealerweise auf einer gemeinsamen Plattform anzuwenden. Denn mein letzter Satz vielleicht im Aspekt hier hinzu, es ist nicht zuletzt eine Frage von Habitus und von gesellschaftlichen Praktiken, ob digitale Transformation weiterhin eine Sache weniger Expertinnen bleibt oder ob sie sich wirklich als Standard in der Geschichtswissenschaft insgesamt durchsetzt. Und ich glaube, da sind so Provokationen, jeder muss programmieren lernen, eher nicht so hilfreich. Wäre vielleicht besser, wir würden Interfaces versprechen, die für alle sehr einfach und gut funktionieren. Das wäre so meine... You want to answer first? I mean, I feel like I ought to answer the first question first, but I want to answer the last question first. Okay, so imagine. Concerning the interfaces, who's going to write them? That's the problem. Ja, das wäre aber eine ganz wichtige, also das zum Beispiel, ich bemerke häufig, Entschuldigung, wenn ich gleich darauf antworte, aber ich bemerke sehr häufig bei Tools, die ich für meine Projekte in Anwendung bringen will oder die ich selber sozusagen auch mitentwickelt habe, dass sie immer eine bestimmte Expertise, entweder idiosynkratisch im Projekt oder eine allgemeine Digital Literacy voraussetzen, die man einfach nicht bei allen voraussetzen kann. Und das ist ja genauso wie bei allen Marktgeschehen in der digitalen Transformation. Erfolgreich sind die Projekte und die Produkte vor allen Dingen, die ein Interface anbieten, das besser ist als anderes. Und ich glaube, wir müssen auch in der Wissenschaft dazu kommen. Und vielleicht, ich glaube, es gibt dafür keine Trittmittel, es gibt dafür keine Förderung, aber das wäre die sinnvollste Förderung, die die DFG oder der FEF überhaupt aussprechen könnte, so eine Plattform mit solchen Interfaces zu entwickeln. So, Tara, you have to take. You want to respond? Shall I take over? I'll just say that I have a perspective of someone who does write these interfaces, has written these interfaces, has people who want to use them, and am drowning in my lack of ability to support them for other people. But I will let Georg. That's one of the good answers. ich bin war versucht, als ich die Frage gehört habe, mit einer Gegenprovokation zu antworten. Mit der gewagten Vorhersagen sollten wir ja nie machen, dass die nächste wissenschaftliche Revolution in der Geschichtswissenschaft dann passieren wird, wenn jemand daherkommt, der das etablierte Interface, das alle so super toll benutzen können, hinterfragt, durchschaut und den Bias findet. Das heißt, dass wir damit etwas tun, was sicherlich viele, viele Historikerinnen und Historiker zu ganz tollen Ergebnissen führt. Und Google ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Durchbruch durch ein einfach konzipiertes Interface, nämlich dass der Suchschlitz alleine irrsinnig erfolgreich war und damit das Netz erschlossen hat und es Leute gibt, die diese technische Welt nur noch darüber wahrnehmen, dass sie da ihre Stichwörter eingeben können und dann das Delegieren an Google, ihnen Vorschläge zu machen, was dabei rauskommt. Und dann kam der Tag, wo wir gemerkt haben, oh, Google formt, was wir hören. Und das ist meine Prognose. Das heißt nicht, dass es falsch ist, ein gutes Interface zu machen. Das heißt nur, dass es nicht zureichend ist, alleine darauf zu setzen. Dass wir, genau was Tara gesagt hat, wir nicht nur diejenigen brauchen, die sie schreiben, sondern auch diejenigen, die Kompetenz brauchen, sie theoretisch schreiben zu können, vielleicht nicht alle, um durchschauen zu können, was das eigentlich ist, was da vor sich geht. Also die wird es auch geben müssen, da bin ich ganz sicher. Und damit bin ich bei einem zweiten Teil, der mich auch immer wieder umtreibt, habe ich nicht eingebaut, einer allgemeinen Aussage. Ich habe mal irgendwie in der Runde auch so eine Podiumsdiskussion auch so ein bisschen getrieben, ja, wir müssen irgendwie datenbezogener werden und Ähnliches. Und dann kam der eine Doktorand, es war ein Doktorand, der sagte, schrecklich, ich kann das die auch nicht auch noch das können. Ich muss ja schon irgendwie hunderte von Quellen lesen. Wo ich dann natürlich ins Straucheln geraten bin, weil ich dem Abend nicht irgendwie sagen wollte, du bist doof. Mir aber dann irgendwie im Nachhinein, wie immer, man denkt drüber nach, eigentlich klar geworden ist, da ist ein systematischer Fehler in unserer Wissenschaft,
dass sie glaubt, dass diese Kompetenzen, die man braucht, um so etwas zu tun, alle bei dem gleichen Forscher vorhanden sein müssen. Dass wir nicht arbeitszeitig denken können als Historikerinnen und Historiker. Nicht tun. Sondern immer ich, also du, dein Buch, deine Dissertation, die hast du alleine zu schreiben und du hast sie zum ersten Mal zu publizieren. Und wehe, du hast schon mal vorher darüber geredet, also deutsches Dissertationsrecht. Und das ist der zweite, glaube ich, grundsätzliche Fehler, den wir lernen müssen, verlernen müssen, diesen Fehler, immer zu glauben, es geht nur um mich als Individuum und meinem Zugang zum Material und meiner Kompetenz, damit umzugehen, sondern wir müssen irgendwie anfangen, uns zu organisieren, uns kollaborativ zu verhalten. Genau, und das dann, wäre ja eigentlich eine Unterstützung für meine These. Interessanterweise nein. Weil die These etwas impliziert, also ich forciere das Ganze, dass Tara und ich leiden, glaube ich, ein bisschen beide darunter, dass eine, also das nötige Empowerment nicht macht. Was nämlich dazu führt, dass jedermann sagt, ich brauche den Informatiker, der mir das Interface programmiert, das meine Bedürfnisse erfüllt. Und das funktioniert in ganz vielen Fällen, deshalb ist es ein starkes Narrativ, aber es ist eine Abgabe von Kompetenz. Es ist ein Kapitulieren vor einer gar nicht so schwierigen Sache. Was nicht heißt, ich möchte nicht jedermann zwingen, aber nur, weil ich hier ein bisschen provoziert habe als Antwort. Das war ja gar nicht mein Punkt. Der Punkt war ja eben Data for History, kategoriale Sprache für alle. Ob dann nicht der zweite Schritt ist, eben auch eine Plattform zu bilden und die braucht dann natürlich auch ein Interface, das dann irgendwie sicherlich begleitet und kontrolliert werden müsste, weil eben nicht alle alles machen können, sondern wir die Kompetenzen verteilt haben. Aber ich würde jetzt gerne öffnen, wir können uns darüber noch beim weiter unterhalten. Wobei jetzt eine Frage noch gar nicht beantwortet ist, weil wir beide uns drum gedrückt haben. Ja. Die Frage dessen, ist das mit dem Algorithmic Bias nicht eigentlich irgendwie althergekommen? Auf der Abstraktionsebene, in der Sie es formuliert haben, komme ich da gut mit. Zu sagen, wenn es eine kulturelle Praxis ist und wir jeden Algorithmus als kulturelle Praxis verstehen oder umgekehrt kulturelle Praxis als Algorithmen verstehen, dann ja. Die Schwierigkeit ist, dass es eine Konnotation dieser Verfahren gibt, die das verschleiert. Nämlich die Konnotation, dass es ein mathematisch konsistentes Vorgang wäre. Dass es irgendetwas ist, was regelgeleitet, was irgendwie unabhängig von Kontexten etwas produziert. Und von der Tara, danke, dass du nochmal auf die Kontexte so hingewiesen hast. Da steckt das Narrativ an dem ganzen Data Science Begleiter steckt immer drin. Wir müssen nicht mehr drüber nachdenken, weil es ja wirklich so ist. Und das kann man dann ausrechnen. Und da kommt ja die richtige Zahl bei raus. Und das weiß der Lehrer ja, ob sie richtig ist, die Zahl oder nicht. If I may come back to the first question, finally. I mean, you raise a good point that, and it reminds me a little bit of the debate about fake news and the internet, about, you know, were we so free of fake news in 1850 with, you know, with libels circulating and so on. And of course, you're right that people were perfectly biased in 1937 when they were writing their histories the old-fashioned way. What worries me, I suppose, is the scale, you know, a lot like the fake news today, the scale on which these ideas can be published and used and weaponized against other cultures. And what one of the maybe it's a more subjective reason that I'm bothered is because I do come from the technical world. I started as a computer scientist. I have computer scientists and other scientist friends. And every time I'm talking to people from quote unquote my old life, they have this, they say, oh, I see what you're doing with going into digital humanities. You're trying to solve history. No, I'm not trying to solve history. And it took me doing an entire master's degree to understand for myself that I wasn't trying to solve history. And I still haven't found a way to bridge this divide between myself and my old tribe, as it were, about why history is not something to be solved. And then we have people
I won't name names, but we have people who are making big names for themselves doing this big data analysis and saying, hey, history goes in cycles and we can predict the future based on Wikipedia. Great, give me all the research money now, and they get it. And that becomes deeply frustrating, which I think is another reason I call out to the danger. Ich bin gerade aus einem Seminar gekommen, wo wir über Kants Geschichtsphilosophie gesprochen haben, und ich muss sagen, er hat schon 1784 verraten, wie es läuft in der Geschichte. Wissen wir alles. Also, aber jetzt öffne ich gern die Debatte, jetzt die Fragen aus dem Publikum, wenn es welche gibt.